Herr Präsident, meine Damen und Herren! Erlauben Sie mir, dass ich zu diesem Antrag eine sehr persönliche Rede halte. Sie hat mit meiner Geschichte und vor allem mit der meiner Mutter zu tun. 1989, kurze Zeit vor dem Fall der Mauer, brach meine Mutter mit mir in Leipzig-Markkleeberg auf, um über die deutsche Botschaft in Prag in die Bundesrepublik zu fliehen. Das Ticket hatte sie bis Brunnen gebucht. Das Reisegepäck war ein Koffer und ein Rucksack, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Nach einer über 8-stündigen Fahrt erreichten wir den Prager Hauptbahnhof. Mit Glück, aber vor allem mit Hilfe eines Taxifahrers, der einige Schleichwege hinauf zur anderen Seite Prags kannte und vor allem wusste er, wo die Kontrollpunkte waren, gelang es ihr mit dem Taxi bis auf wenige hundert Meter an die Rückseite der Botschaft zu kommen. Von hier aus ging es zu Fuß weiter. Letztlich halfen uns dann Mitarbeiter des Roten Kreuzes, auf das Gelände der Botschaft zu kommen, die stark überfüllt war. Und auch hier hatten wir großes Glück. Der Aufenthalt war nicht lang. Nach kurzer Zeit wurde ein Transport zusammengestellt, der direkt aus Prag in den Westen fuhr, ohne durch die DDR zurückzumüssen, wie die anderen Züge wenige Wochen zuvor. Über die Bundesaufnahmestelle Gießen wurden wir schließlich in die Notunterkunft auf dem Truppenübungsplatz Stegskopf in Daden zugewiesen. Die Gemeinde im Norden von Rheinland-Pfalz nahm im Oktober 1989 knapp 2000 Männer, Frauen und Kinder auf. Es waren viele Helferinnen des Deutschen Roten Kreuzes vor Ort und Soldaten der Bundeswehr, die die Versorgung und auch Betreuung der Notunterkunft organisierten. Meine Damen und Herren, einer dieser Soldaten ist heute extra aus Rheinland-Pfalz angereist, der Oberstabsfeldwebel Berthold Korstian, der oben auf der Tribüne neben meiner Mutter Platz genommen hat und dieser Debatte folgt. Herr Korstian, Ihnen und Ihren Kolleginnen, die damals Dienst hatten und die uns freundlich aufgenommen haben, die alles möglich gemacht haben, ein herzliches Dankeschön für Ihre Arbeit und natürlich auch die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die damals dort ihren Dienst verrichtet haben. Vielen Dank. Und ich will mich auch ganz persönlich für diese Begegnung bedanken, die vor allen Dingen der Kollege Falk Heinrichs von den Sozialdemokraten ermöglicht hat. Herr Korstian war Gast in einer deiner Besuchergruppen, Falk, und er hatte damals einen Artikel gelesen in der Rheinzeitung anlässlich des Mauerfalls vor 25 Jahren, wo die Rheinische Post unsere Geschichte veröffentlicht hat. Du hast über dein Büro den Kontakt realisiert und so auch ermöglicht, dass meine Mutter und Herr Korstian und ich uns heute das erste Mal bewusst kennenlernten. Dafür vielen Dank. Meine Damen und Herren, ganz zum Schluss. Vor 2 Wochen war zu lesen, dass der Truppenübungsplatz in Daden wieder Flüchtlinge beherbergen wird. Nach 25 Jahren. Ich will ganz bestimmt keine Parallelen zu aktuellen Ereignissen oder zu den Biografien derer ziehen, die jetzt in diesen Tagen hier zu uns nach Deutschland kommen. Ich wünsche mir aber, das ist, glaube ich, auch Anlass dieses Antrags, ich wünsche mir, dass die vielen Menschen, die bei uns ankommen und die in vielen Städten auch in diesen Tagen den ersten Kontakt zu deutschem Militär bekommen, den ersten Kontakt zur Bundeswehr haben, sich später in 20, 25 Jahren auch so daran zurückerinnern können wie wir, dass sie das in guter Erinnerung halten. Und das wünsche ich mir an dieser Stelle. Herzlichen Dank.